Spitzenkandidat der FPÖ in Oberösterreich, Manfred Heimbuchner. 30,4% mit dieser Zahl sind Sie in den Wahlkampf gegangen. Sie haben schon im Wahlkampf gesagt, diese Zahl werden wir nicht halten können. Jetzt sind es knapp über 20%, doch ein Minus von 10 Prozentpunkten. Was sagt man dazu? Schauen Sie, ich habe im Jahr 2015 gesagt, dieses Ergebnis ist singulär. Das soll sich jeder aufschreiben und merken und sich freuen natürlich. Aber ich habe gewusst, es wird dann schwierig werden. Und wir haben jetzt ein Ergebnis, das sich einreiht in den besten historischen Ergebnissen der FPÖ in Oberösterreich und des VDOs, darf man mit einbeziehen, aus dem Jahr 1949 und 1997 für die FPÖ. Das waren so bei knapp 20,6%. Und wir liegen jetzt über 20%, knapp darüber. Aber wir haben das Wahlziel erreicht. Und zwar nicht nur deswegen, weil mir immer vorgeworfen wird, ich hätte es so niedrig gesteckt, sondern weil mir bewusst war, Verantwortung zu übernehmen, dann zu regieren und dann werden irgendwann einmal auch Gruppen auftauchen, die sozusagen fundamental Opposition machen und dann kurzfristig auch Wahlerfolg damit erzielen. Das war mir vollkommen klar, aber wir sind zweitstärkste Kraft. Und das hätte man uns vor 12 Jahren nicht zugetraut. Und da habe ich das erste Mal kandidiert. Und insofern ist es eine kontinuierliche Stabilisierung der Freiheitlichen Partei, des Freiheitlichen Lagers in Oberösterreich. Und das ist in den vergangenen 6 Jahren ein bisschen viel passiert in der FPÖ. Und ich glaube, da kann sich dieses Ergebnis, ja, natürlich mit einem, mit einem weinenden Auge durchaus sehen lassen. Aber sind Sie nicht enttäuscht, wenn so ein kräftiges Minus davor steht? Nein, ich bin ein Realist. Und als Realist kann man nicht enttäuscht sein. Mhm. Sehen Sie jetzt auch noch den Auftrag, mit der ÖVP eine Koalition einzugehen, weiterzuarbeiten wie bisher? Ich sehe den Auftrag, für dieses Land zu arbeiten. Es haben uns viele Wähler zur zweitstärksten Kraft in diesem Land wieder gemacht und die erwarten sich, dass wir gut arbeiten. Und das werde ich tun. Glauben Sie, hätte man im Wahlkampf sich in die eine oder andere Richtung deutlicher positionieren müssen? Ich glaube, wir haben einen sehr guten Wahlkampf geführt und ich habe auch das im Wahlkampf gesagt und kommuniziert und präsentiert, wofür ich persönlich auch als Manfred Heimbuchner stehe. Ich sage das ganz deutlich, da kann dann jeder sagen, das hat er falsch oder das hat er richtig gemacht, aber so bin ich eben. Die Liste MFG sitzt jetzt auch im Landtag, eine Liste, die es vor einem halben Jahr noch nicht gegeben hat. Glauben Sie, hat Ihnen diese Liste Stimmen gekostet? Diese Liste hat sicher allen Parteien irgendwo Stimmen gekostet, aber nicht vordergründig nur der FPÖ. Da hat es sicherlich nicht Wähler gegeben, die gesagt haben, sie wählen die MFG. Da hat es vielleicht auch Grünwähler gegeben, die gesagt haben, die FPÖ will nicht wählen, aber ich wähle eine andere Partei. Wissen Sie, eine Legislaturperiode in Oberösterreich dauert 6 Jahre. Da geht es dann um harte Arbeit, da geht es nicht um Überschriften, da geht es nicht nur um gegen etwas zu sein, sondern da muss man was vorweisen. Und da werde ich alles daran setzen, dass wir noch wieder was Gutes vorweisen können als FPÖ. Jetzt wird es, die Grünen haben sich auch angeboten für eine Landeskoalition. Wird es jetzt ein bisschen ein Rittern zwischen FPÖ und den Grünen, um mit der ÖVP eine Koalition einzugehen? Also Rittern, schauen Sie, meine Standpunkte sind klar. Ich vertrete die Standpunkte der FPÖ. Und wenn es eine Schnittmenge gibt mit der ÖVP, dann wird man weiterarbeiten. Und wenn es keine Schnittmenge gibt, was man eigentlich wenig vorstellen kann, dann eben nicht. Aber das glaube ich nicht. Sondern ich werde mein Versprechen halten, was ich den Wählern gesagt habe. Ich habe gesagt vor der Wahl, diese Zusammenarbeit war für mich sehr respektvoll und die sollte fortgesetzt werden. Und ich werde heute nichts anderes sagen. Bei Manfred Heimbuchner, wenn man den wählt, weiß man, was man kriegt. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Danke.